Innovation ist für uns, mit unseren Produkten dem Kunden zu helfen. Die Mikro-Epson beschäftigt sich ja mit Sensorik. Unsere Kernkompetenz liegt in der Messtechnik von geometrischen Größen, also Abstände, Wege, Oberflächenmessungen. Das ist ein traditionelles Familienunternehmen. Zwei Familien halten die Anteile an der ganzen Gruppe. Wir sind also eine Gruppe von 21 Unternehmen. Mikro-Epson war auf der Suche nach einem Messverfahren für spiegelnde Oberflächen. Zeitgleich haben unsere Kunden angefragt, dass es Lösungen benötigt werden auf dem Markt, die genau das erlauben. Ich finde die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Wissenschaft sehr wichtig, weil nur so auch schnell Innovationen in die Wirtschaft gebracht werden können und umgesetzt werden können. Die Inspektion spiegelnder Oberflächen war bisher ein Prozess, der manuell und visuell durch Werker am Produktionsband erfolgt ist. Es gab bisher keine Messmethode, um das wirklich vernünftig in der Automatisierung abzudecken. Was wir einsetzen, ist ein sogenanntes Verfahren der Deflektometrie. Es werden dort mehrere Sensoren auf Robotern montiert, die dann gemeinsam die Karosse entsprechend inspizieren. Die Softwareentwicklung der zentralen Algorithmen, die Konzeption dieser Algorithmen und die Umsetzung in schnelle Algorithmen, das war unsere Aufgabe in diesem Projekt. Das, was dabei rausgekommen ist, ist erstmals ein automatisiertes Verfahren, um spiegelnde Oberflächen auf kleinste Fehlstellen. Also wir sprechen dort über Defekte, die einen Durchmesser von 0,15 mm haben und eine Höhe von wenigen Mikrometern, automatisiert auf der kompletten Außenhaut eines Fahrzeuges zu inspizieren. Und das Ganze in einem Zeitfenster von 60 Sekunden. Es gibt weltweit ca. 700 Lackierlinien, die genau diese Aufgabe haben. Wir hoffen, mit unserem System davon ein schönes Kuchenstück zu bekommen und würden uns darüber natürlich sehr, sehr freuen. Das ist natürlich sowohl eine Motivation, weiterzumachen, aber es ist auch vor allen Dingen eine Anerkennung an eine doch enorme Leistung, die dort erbracht wurde von allen Projektpartnern. Und es freut einen natürlich sehr, wenn man mit einer solchen Auszeichnung bedacht wird.